Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Subnautica. Wir haben die Umkleidekabine gefunden, also zumindest den Zugang dazu. Ich will noch kurz hier rundherum schauen, ob es hier noch was gibt Vernünftiges. No Signal. Hier brennt es doch. Ich will nur schauen, ob es hier noch was gibt. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Aha, von der anderen Seite des Hüllenbruchs. Aha, ja, das wollte ich nämlich schauen, ob es hier noch vielleicht Krebsteile gibt. Ja, Zocki schlau. Das noch eins und wir haben das Teil fertig. Yippie, wir können das dann bauen. Nice, Krebs. Jo. Haben wir jetzt einen Anzug auch schon dann? Wie geil ist denn das bitte? Hat sich schon rentiert hier. Da oben geht's auch weiter. Alter, ich bin überfordert. Opala. Huch, das wollte ich jetzt nicht. Ich bin überfordert. Ich werde zuerst... Wohnräume. Ich werde mir jetzt zuerst mal die Umkleide hier anschauen. Glaube ich. Nehmen wir gleich wieder unser Taschenlamperl. Und gehen wir ein bisschen tauchen. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Ich glaube, ich könnte hier schon erkennen. Hier haben wir irgendwas. Was war das? Batterie einsammeln. Super. Und destilliertes Wasser. Nice, nice. Komm mit. Ab in die, in den Beutel. Ich dachte, ich könnte hier schon... Aha, da ist wieder was zum Aufschneiden. Ich brauche Licht. Da ist wieder was zum Aufschneiden. Ja. Kann ich die öffnen? Ich glaube nicht, ne? Nein. Nur das, was schon offen ist. Ist okay. Ah, ein Medikit. Habe ich noch Platz? No. Ich muss sowieso mal was essen. Oi, der gekochte Fisch ist schon minus. Ich esse ihn trotzdem mal weg. Den einen esse ich auch noch und trinke durch auch noch schnell. Puh. Okay, das Gebökelte hält wirklich länger. Muss ich mir merken. Muss ich unbedingt pökeln das nächste Mal. Unbedingt. Unbedingt. So. Ich hoffe nur, ich verhungere hier jetzt nicht, weil ich so doof war. Was haben wir da? Zurückgelassene PTA. Jo. Das werden wir alles dann später lesen. Hoffe ich. So. Die machen wir auf. Weil jetzt möchte ich nicht unbedingt, wenn ich gerade keine Luft kriege. Das könnte tödlich enden. So, da. Wumms. So, guten Tag. Ich nehme mal ein bisschen Licht. Luft. Sehr gut. Aha, Luft, ja. Ein bisschen warten. So, ist gut. So, haben wir hier was drinnen? Nein, die ist schon geöffnet worden. Da ist auch nichts mehr liegen geblieben. Dann... Jo. Würde ich sagen... Maschinenraum Seemottendock. Jo. Aha. Da waren wir schon mal, glaube ich. Das passt ganz gut. War nicht beim Seemottendock das zum Reparieren? Fragezeichen. Ich habe es doch tatsächlich schon vergessen. Ich habe das vergessen. Aber ich bilde mir schon ein, dass das hier jetzt irgendwo... Irgendwo war. Hier oder so, ne? Gucken wir mal. Ah ja, genau den Raum habe ich gemeint. Genau das habe ich gemeint. Hier. Zum Reparieren nämlich. Wo ist mein Reparaturwerkzeug? Das war Taschenlampe. Ich glaube, war das das? Das haben wir schon gemacht gehabt und das auch, ne? Jetzt gibt es aber noch mehr solche Stationchen und da sind gefährliche Fische auch. Das heißt, ich brauche mein... Zack. Mein Messerchen. Da gibt es einiges zum Reparieren, bilde ich mir ein. Wenn ich mich noch dunkel dran erinnern kann. Also richtig vor allem. Dann war hier... Waren hier Dinge zu reparieren. Ich rückzücke mal mein Messerchen und traue mich ins kühle Nass.
Leiter benutzen. Weil ich bilde mir ein, da gab es hier was zu reparieren. Genau. So. 8 Lecks noch. Ja, hier ist noch eins. Au. Wie war das denn mit dem Viech abschütteln? Wo bist denn? Ich hau die weg. Mistviech. Hallo? Da unten schwimmt er. Ha, jetzt hast du's. Jawohl. So. Und reparieren. Geht schon. Au. Geh weg. Geh sterben. Du auch. Du auch, du auch, du auch, du auch, du auch, du auch. Geh sterben. Aua. Ihr Haus weg. Ich brauche ein Medikit. Viech? Wo bist denn? Da. Geh weg. Geh sterben. So, du auch. Komm, mehr. Wo ist es? Alter, wie viele von die Viecher gibt's denn da? So, wo ist es? Au. Ja, gehst ein. Der auch noch. So, bist du jetzt endlich hin? Ich glaube. Alter. Einfach mal ausgerottet. So. Gut. Und das nächste Leck ist repariert. Dann gibt es noch ein paar. Ja. Soll es noch ein paar geben. Hier ist eins. Na, geht nichts, oder? Bist du keins? Hier bist du eins. So, jetzt. So, dann bin ich gespannt, was hier passieren tut, wenn wir das repariert haben. Ja. Ja. Da ist noch eins. Da, 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 da. Da sind noch fünf. Ja. Da drüben ist eines. Ja. So, das Mikro. So ist besser, glaube ich. Entschuldigung. Ich etwas auf die Seite geschubst. Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu leise. Ist mir gar nicht aufgefallen. So. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Halt, bin ich vorbeigeschwommen? Da. Ja, mach. Du darfst. Sehr gut. Da oben ist, glaube ich, auch eins. Geht schon, jetzt. Sehr gut. Ja, zwei sind noch. Die habe ich gerade gesehen. Hier haben wir eines. Und da haben wir eines. Ja. Yes! So. Ja. Sehr, sehr gut. Dann gucken wir mal, ne? Hier kann ich ja auch raus, glaube ich. Oh, ruck. So. Heureka! So, was haben wir denn da? No Signal. Es ist jetzt einfach repariert und gut ist, sozusagen. Hui. Dann schaue ich noch da drüben. Die Leiter benutze ich mal. Zack. Boah, das ging jetzt aber flott. So, hier ist was Licht geworden. Geht aber auch nicht. Gut. Vielleicht haben wir jetzt einfach mal die Aurora ein bisschen retten können. Dass sie nicht sofort explodiert. Mehr scheint es hier nicht zu geben. Fast schon enttäuschend. Ich dachte, gibt es wenigstens was zu scannen noch. Zum Bauen für uns. Aber schaut nicht so aus, ne? Jetzt haben wir das einfach mal stabilisiert hier. Jo. Passt auch, glaube ich. Scannenmäßig schaut schlecht aus. Jo, ist nicht wirklich was. Gut, dann würde ich sagen, sind wir hier schon mal fertig. Zack. Feuerlöscher einsammeln. Super. Nehmen wir gern mit. So, ja. Okay. Da vorne wäre auch noch eine. Ist der leer? Weiß jetzt nicht, ob das meine waren, noch von damals.
Drüben brennt es auch noch. Das könnte ich auch noch löschen. Vielleicht bringt das noch was. Ansonsten, glaube ich, können wir hier abhauen. Blatsch. Ja, ja. So, Blatsch. So, ich glaube nicht, dass man hier das irgendwas scannen könnte. Aber das Feuer hier mache ich mal aus. 0%, tatsächlich. Das war hier ein alter. Aber einer war neu. Okay. Einer war noch von mir damals. Gut zu wissen, ne? So. Schnell weg mit dem Feuer. Au. Ja, ja, ich brenne. So, fertig. Da brennt es noch. Jetzt ist er ruhig. Passt. Der Scanner. Hat der da was für uns? Hade, dade, dude, da. Nix, ne? Na, da ist nix. Okay. Passt. Dann sind wir hier tatsächlich fertig soweit. Huh. Und können hier wieder vertüften. Tja. Passt. Gut. Dann brauche ich wieder meine Lampetasche. Tap, 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 tap. Planschi, plansch, plansch. So, nach oben ging es jetzt zum Maschinenraum. Da will ich jetzt aber auch nicht unbedingt noch hin, weil da drüben war noch der Umkleideraum, beziehungsweise war da noch der Wohnraum. Und den Wohnraum möchte ich mir noch gern anschauen. Ehrlich gesagt. So, tap, tap, tap. Und der war da oben, ne? Jetzt ist die Frage, ob ich hier auch besser löschen sollte. Oder ob es überhaupt geht. Au. Gehen täte es tatsächlich, ne? Oha, ich bin gleich am Sterben. So. Ich bin mir halt nicht so sicher. Ich glaube, das bringt nichts, oder? Naja, vielleicht doch. Den kann ich wegschmeißen. 100%. So, schauen wir mal. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist da was zu scannen, ne? Ich habe keine Ahnung. So. Ich glaube, alles, was nicht mehr brennt, ist gut für uns. Huch, also zumindest glaube ich das. Oh, den habe ich jetzt weggeschmissen, ne? Aus Versehen. Wo ist er hin? Da. Halt, da bleiben. Den kann ich wegschmeißen. Den wollte ich jetzt so ersetzen. Und den weg. Halt, das ist ein voller. Hä? Bist du aus der Leere? Wo ist der Leere? Hier, weg. So. Ich glaube nicht, dass das Sinn macht, oder? Hier das Feuer zu löschen. Glaube ich jetzt fast nicht, weil das Dingens haben wir eh gescannt schon. Mehr brauchen wir hier nicht, oder? Aber, wow. Super, habe ich letztes Mal schöner hinbekommen. Hui, jetzt geht's. So. Scan, scan, scan. Nix da. Gut. So, zack, 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 zack. Und rein da. Guten Tag. Was haben wir denn hier Schönes? Gefiltertes Wasser. Nochmal. Noch eins, glaube ich. Sehr schön. Hier ist soweit sonst nichts. Ah, hier kann ich was scannen. Glastisch, okay. Keine Energie. Ha, 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 ha. Jawohl. So, aber jetzt. Einen Glastisch haben wir da.
Ja. Gut. Dann löschen. Vielleicht gibt es hier noch was. Hier macht es löschen schon eher Sinn. Da hier noch. Und hier noch. Ist jetzt da Herrschaftszeiten. Hör auf zu brennen. So. Was haben wir hier? Einzelwandregal. Okay. Zack. Zugelassene BTA. Gut. Verkaufsautomat. Sehr gut. Das ist sehr gut. Zack. Tischhammer. Dann einen Feuerlöscher. Versorgungskiste, Gegenstand nehmen, Medikit. Jawohl, noch eine Kiste. Desinfiziertes Wasser. Kann ich hier durch? Warum nicht? Huh. Geht nicht. Das geht so nicht. Okay. Aber wir haben neue Dinge gelernt. Zum Zerschneiden ist das jetzt auch nicht. Das ist einfach eine Tür, die nicht gedacht ist, dass wir sie benutzen sollen. Gut. Bist du auf? Nein. Hier brauche ich wieder ein Löschfeuerchen. Feuerlöscher, Dings. So, sicher, sicher. Sonst tue ich mir wieder weh. Hier geht auch nichts zum Aufmachen, ne? Nein. Dann packe ich wieder den Scanner aus. So. Das geht nicht. Wo gehen wir zuerst hin? Ich habe keine Ahnung. Ich sollte mal was trinken. Ich werde mal das hier nehmen. Und auch was essen schon mal vorbeugend. Einzelbett. Das ist super. Ein Bettchen hatten wir ja noch nicht. Das ist supi. Versorgungskiste. Wasser. Was haben wir hier? Nichts Besonderes. Zurückgelassene PDA. Boah, da können wir lesen. Also? Ja. Poster können wir leider nicht scannen. Das ist schade. Können wir noch, hätten wir noch was dekorieren können zu Hause. Ist ja wurscht. So. Kabine Nummer 7. Jetzt ist das wieder leer. So. Jetzt tausch halt. So. Geht ja irgendwie. So. Das brennt nicht mehr. Reisetasche einsammeln. Okay. Kann ich mit der jetzt was anfangen? Kann ich die hier... Na. Eine einfache Tasche zum Transport persönlicher Dinge. Upsala. Entschuldigung. Kann ich da jetzt was reinstopfen? Ich habe keine Ahnung. Ob ich mit der jetzt was machen kann. Also nur hinplatzieren oder was? Aha, okay. Kann ich da... Kann ich die jetzt benutzen? Moment, das will ich jetzt probieren. 9 Plätze habe ich da jetzt frei. Ich habe hier leere Batterien. Eine. Ich will das jetzt mal testen. Feuerlöscher, ich meine, das ist eh Blödsinn. Kann ich die jetzt da mitnehmen? Na, das geht nicht, glaube ich, oder? Vorrat ansehen. Na, geht nicht. Jetzt kann ich sie mitnehmen. Oder wie? Oder geht es jetzt gar nicht, weil ich sie hin platziert habe? Einsammeln, doch. Hä? Okay, lassen wir es mal so. Egal. Der Feuerlöscher haben wir da. Dann nehmen wir das Messer so. So. Gut, dann will ich den Scanner haben. Vielleicht gibt es hier noch was für uns. Batterie einsammeln. Noch eine zugelassene
Datei. Ja. Da ist noch eine Tasche. Ja, ich weiß nicht so recht, ob das so gut klappt. Eine Batterie. Reisetasche voll. Ich will das jetzt aber echt mal probieren, wenn ich jetzt... Das muss doch gehen, oder? Vorrat ansehen. Wenn ich jetzt sage, ich werde hier... Keine Ahnung. Drei von denen lasse ich jetzt hier. Kann ich die jetzt da... Sie ist nicht leer und kann daher nicht mitgenommen werden. Okay, dann bleibst du da. Dann brauche ich dich nicht. Ganz einfach. So. Ich dachte nämlich, ich könnte die Tasche jetzt voll machen, ne? Und könnte mit der dann weitergehen. Aber das war ein Irrtum. So, weg mit dem Feuer. Brennt noch was? Ja. Jetzt nicht mehr. Gut. So, Kabine 5. Kann ich die betreten, wenn ich dieses Gravitationsblabla nutze? Kann ich damit was wegbewegen? Na, so? Nein. Okay. War nur ein Versuch. Hier haben wir ein Medikit. Eine Batterie. Und sonst nichts. Okay. Gar nichts sonst. Nein. Nichts zum Scannen. Nur eine Tasche wieder. Vorrat ansehen. Ist nichts drinnen. Okay. Dann sind wir hier soweit fertig. Kann ich da runter gehen? Da war ich jetzt auch drin. Ne? Ja, ich glaube schon. So, hier. Guten Tag. Hier haben wir nochmal Trinken. Eine Tasche. Inventar ist voll. Super. Spinnt wieder. Mit dem die stehen alle auf dieselbe Frau, hä? Irgendwie. Halt. Vorrat ansehen, ist nichts drinnen. Bei der konnte ich jetzt kein... kein Vorrat anschauen, ne? Irgendwie. Da ist nur Reisetasche voll. Egal. Kann ich die jetzt wieder aufschneiden? Hoppala, falsches Ding, oder? Was bist du jetzt gewesen? Laserschneider, passt schon. Geht die jetzt nicht auf? Ach so, da brauche ich wieder einen Code. Meine Güte. Stand da irgendwo einer? Ei. Oder habe ich... Ah, die persönlichen Dateien werden es sein. Okay. Ich muss doch jetzt lesen, Entschuldigung. Downloads hier, ne? Betriebsprotokoll, öffentliche Dokumente, geologische Daten. Betriebsprotokolle. Aurora Flugscheibentaten. Naja, okay. Schwerkraftumlenkmanöver um Planet so und so eingeleitet. Hochgeschwindigkeitsblabla, muss ich das lesen? Notfallsignal, Landstreckenkommunikationsblabla. Vermisstes Personal. Warnungsingenieur führt nicht lebenswichtige Systeme. Relay Robinson. Rettungsplan von Altera. Zentrale bei D plus 8 Stunden. Weitergeleitet an Hochsicherheitsterminal. Ja, okay. Dann öffentliche Dokumente, beziehungsvertragsrechtliche Aufzeichnung. Ah. I want to change our arrangement. I hear what you're saying and I will try to respect it. How would you like to change it? I would like to reduce our contact hours. How much further can we do that? To zero. You're dumping me. I'm changing the terms of our relationship. How is it still a relationship if we don't see each other? It's a relationship of a kind. You have so many expectations. I feel you just want to spend more time with that dumb guy in his dumb robot suit. That's not a feeling. It's a judgment. And I feel hostility in what you're saying. Perhaps your jealousy is a sign that you need to take another look at your business model. Why can't you just be happy for me?
I am happy for you. And I'm happy for all the guys in the prawn bay. I'm just not happy for me. This is why I want to change our arrangement. Okay. ja. Eine eigene Art von Beziehung, oder wie? Broschüre Altera Almosen. Wohltätigkeit ist ein altertümliches Konzept, das der Realismus der heutigen Alterianer überflüssig gemacht hat. Wir verstehen, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist, aber der beste Weg, um das meiste für uns selbst rauszuholen, ist die Zusammenarbeit mit Altera. Die Bedeutung dieser Argumentation ist klar. Wenn jemand in Not ist, muss er einen Weg finden, gebraucht zu werden. Ach so, ja. Altera Almosen ist eine Ausbildungsakademie für Bedürftige. Das ist gemein. Wir sind keine Wohltätigkeitsorganisation, weil wir nicht nach Almosen fragen. Wir bevorzugen es, uns als menschenfreundlicher Wohltätigkeitsvermittlungsdienst zu betrachten, der Synergien zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer fördert. Aha. AA, also Altera Almosen, funktioniert wie ein Lotteriesystem. Durch die Investition einer beliebigen Anzahl von Krediteinheiten nehmen Sie an unserer Verlosung teil. Größere Investitionen führen zu höheren Gewinnchancen. Ihre Krediteinheiten fließen direkt in die Ausbildung ungelernter Kolonisten in lebenswichtigen Aufgaben wie der Instandhaltung und zwischenmenschlichen Fähigkeiten. Die Kolonisten erhalten diese Ausbildung freiwillig und kostenlos unter der Bedingung eines minimalen Arbeitsvertrages mit einem unserer Investoren nach Abschluss ihrer Ausbildung. Ah, Tagesmenü. Ah, das war wahrscheinlich in der Kantine drin, ne? Vorspeise, Raumbärchensoße. Aha. Hauptgericht, Cottage, Pie oder Nahrungsblock. Dessert, Trockenobst und Nüsse. Mahlzeit. Überlebende Aurora, Rettungskapsel 12. Aha, das wäre das gewesen. Überlebende der Degasi, Altera Such- und Rettungsmission, Hilfsmissionsbefehl. Zielbesatzung des mongolischen Schiffs Degasi. Letztendlich Position, so und so. Kontakt, so und so. Ich versuche hier irgendwie gerade herauszufinden, ob wir hier einen Code hätten für dieses Zimmer. Code und Hinweise. Eigene Notiz. Freien Weltraum, bla bla. Jus Geburtstag. Frachtraumzugangscode. Quartier des Captains. Das hatten wir, glaube ich, auch schon. Laborzugang. Na, das ist es auch nicht. Code und Hinweise. Okay, muss ich... warte. Ich dachte, ich hätte schon was. Ne? Kabine 1 muss ich mir merken. Kabine 1, Kabine 1, Kabine 1. Vielleicht, wenn ich noch ein Stückchen weitergehe. Finde ich vielleicht noch was. Kabine 2. Captain-Quartier. Yay. Okay. Warte, wie war das? Quartier des Captains 2679. 2, 6, 7, 9. Yes. Sesam, öffne dich. Gut. Dann Versorgungskiste. Er hat einmal so einen Riegel. Zum Nom Nom Nom. Dann Datenkonsole. Altera Zentrale. Letzte Aufzeichnung. Neptun Rettungsraketen. Aha. Aurora Miniatur. Ich bin voll wie ein Christbaum. Ich iss mal was. Boah. Nom nom nom. Trinken. Ja, jetzt sollte ich wegschmeißen eigentlich, ne? Habe ich hier... Den Feuerlöscher kann ich entsorgen. Batterie. Ich werde eine Batterie wegschmeißen, wenn eine leer ist. Da. Ausnahmsweise, weil ich Platz brauche. Kann ich das hier irgendwie... Habe ich noch eine leere Batterie? Ich habe viel zu viele Batterien jetzt. Ich habe damit nicht gerechnet, dass wir hier so viele finden werden.
Ich würde das gerne mitten im Wandregal scannen, unbedingt. Sehr nice. Ist das jetzt mein Feuerlöscher, den ich weggeschmissen habe, ne? Dann werde ich den nicht mitnehmen. Normales Doppelbett. Aha. Gut. So. Zack. Und. Zurückgelassene BTA. Logbuch des Captains. Das sollte man vielleicht lesen, ne? Bevor ich hier weitergehe. Weil das mit Kabine 1, da habe ich noch keinen Code irgendwie. Da würde ich sagen, lesen, oder? Ah, der Part wäre zu Ende. Fahrzeuge, letzte Aufzeichnungen, durchschnittliche Landstrecken, Übertragungsverzögerung 8 Stunden. Captain der Auroras, dies ist ein Notruf. Der Notruf ist auf Kollision mit Planet so und so, bla bla. Hier spricht Altera Zentrale. Im Anhang dieser Nachricht finden Sie Baupläne für ein Rettungsschiff, das nach unserer Berechnung in der Lage sein wird, den Orbit zu verlassen und Sie zurück zum nächsten Phasentor zu bringen. Es ist zwar vorgesehen, dass Sie Materialien verwenden, die Sie vor Ort finden können, aber es wird eine Mordsenergiequelle benötigen. Wir sind sicher, dass Rauschen... Aha. Ausgefallen. Aha. Ja, das ist ja hervorragend. Fahrzeuge, der Krebs und Neptun-Rettungsrakete. Wurde dieser Satz von Bauplänen wurde von den Altera-Zentrale speziell dafür entwickelt, dich von weg zurück zum nächsten Phasentor zu bringen. Aha, also unsere Flucht. Startplattform, die schwimmende Plattform bietet einen stabilen Untergrund. Na, gute Nacht. Von dem die Rakete abheben kann, Versorgungsturm versorgt sorgt für strukturelle Stabilität, Stufe 1, Haupttriebwerk zum Erreichen der Fluchtgeschwindigkeit, zum Verlassen der Atmosphäre, Stufe 2, Reservetank und Stufe 3 ist das Cockpit. Ah, jo. Codetechnisch habe ich jetzt da, glaube ich, nichts für den Raum, das heißt das später mal. Aber der Part ist jetzt eh zu Ende, vielleicht finde ich ihn noch an irgendwo. Aber der Part ist jetzt zu Ende und somit würde ich sagen... wir lassen es gut sein für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!